So, dann sind wir wieder zum Boxen bei Beyond the Souls. Nee, wie? Beyond the Souls. Sag ich doch. Ja. Ja? Jody. Hey, hier ist Ryan. Ryan? Hast du meine E-Mail bekommen? Welche E-Mail? Die von vor 3 Tagen. Also ich habe gerade Probleme mit meinem Computer. Was stand in der Mail? Essen. Heute schickes Restaurant. Naja, heute ist es zu spät dafür. Vielleicht ein andermal? Scheiße, tut mir echt leid. Warum kommst du nicht einfach nachher zu mir zum Essen? Du wolltest doch sowieso mein Apartment mal sehen, also... Klar, aber... Wie wer es so macht? Okay, ja, ich bringe uns einen super Wein mit. Bis später. Das kommt meine Lieblings... Stelle? Meine Lieblingsstelle, ja. Wieso vögeln die jetzt, oder was? Ich weiß, du warst das mit meinem Computer. Nein. Dir ging's um diese Mail von Ryan. Das geht dich nichts an, Aiden. Ich kann tun, was ich will. Verdammt. Verdammt. Wir fangen das nicht wieder an. Ich gehöre nicht dir, Aiden. Ich kann Beziehungen haben, mit wem auch immer ich will. Das ist mein Leben. Hörst du mich, verflucht nochmal? Das ist mein Leben. Weißt du was? Zufällig finde ich Ryan echt gut. Er ist charmant, er ist intelligent, er ist witzig. Und ich glaube, ich habe mich verliebt. Okay. Es ist 7 Uhr. Ich habe eine Stunde und mach Dinner, räum hier auf und mach mich noch hübsch. Eine Viel Spaß. Stunde. Um das... Na, muss ich ja auch räumen hier. Ne, um das mal ein bisschen zu erklären, weil ich finde jetzt geil, der Aiden, also es ist ein Typ, also es ist ein Männername, würde es ja bestimmt auch nicht schön finden, wenn du, wie soll ich sagen, eine Person begleitest jahrelang und auf immer verliebt die sich in irgendeinen anderen Typen und du musst es ja eigentlich mal angucken. Weil der kann ja nicht weg. Ja, ist schon blöd. Okay, toll. Was sieht aus? Genau, den Abfall in die Küche. Ist die Küche auch noch nicht? Hier. Die Küche. Hier? Ja, ja. Die bewegt sich so komisch auch nicht. Ja, ja. Ja, hier. Komm, mal rein. So, was ist das denn? Pizza? Kochbuch. Ich muss etwas finden, das höchstens eine Stunde dauert, mit den Resten aus dem Kühlschrank. Was haben wir denn im Kühlschrank? Nee, mache einfach gerade so irgendwas ausruhen. Ah, sie hat Pfanne. Das sieht gut aus. Und das ist nicht zu kompliziert. Curryhühnchen mit überbackenem Gemüse. Das muss etwas länger in den Ofen, aber klingt machbar. Pizza-Lieferung. Ich meine, nicht direkt was für Gourmets, aber kein Vorbereiten, kein Waschen. Klingt doch ganz gut. Klingt irgendwie nach uns. ja. Vielleicht sitzt er. Natürlich. Ich meine, es ist der einfachste Weg, aber er wird nicht meckern. Ich ruf da an. Ach Mann, ich mach doch was anderes. Vielleicht erwartet er, dass ich richtig koche. Ja, würde ich beeilen. Nein, nicht meine Pizza. Also doch? Ja, bitte. Nein. Also bestellen. Ich bestelle Pizza. Bitte! Bitte, wo ist das Telefon?
In der Stube bestimmt. Klar, dann habe ich noch ein bisschen Zeit im Offen. Weißt du, du verschwendest deine Zeit, Aiden. Ich habe heute trotzdem ein Date mit Ryan. Wo ist das Telefon? Willst du jetzt den Stuhl runternehmen? Nein, ich rufe erst da an. Na, in der Stube? Wo ist das nicht die Stube? Nee, dann nehme ich erst den Stuhl runter. Weißt du, ich habe mir so viel Mühe gegeben mit den Stühlen, weißt du? So, das wäre eine Pyramide? Dahin steht's. Wieso sollte eine Pyramide? Das war eine Pyramide. Oh, großer Gott, ich kenne ihn immer am Schlaf. Cool. Wie wir? Nee, ich nicht. Hey, ja, ich möchte eine große Pizza. Die, Super Supreme. zwischen 8 und 9:30. Ja. Oh Gott, kommt das schäbig an. 6192 Columbus Street. Ja, 9. Stock. Ich kann Gitarre spielen. Okay, cool. Schön singen dazu. Ja, aber hättest du nicht die Pizza vorher bestellen können? Und dann mal kurz in den Ofen reingemacht, dann fertig? Nicht gerade, nee. Die Meisterleistung. Ist er zwischen 8 und 9, da ist der ja schon da. Umziehen musst du dich ohne. Ja, komm. Ja, ich hab mich da bewegt. Hier stehen irgendwie Tabletts rum. Ja, ist das normal? Ich kann es auch nicht erkennen. Nee, na gut. Ja, hier, wo ist denn? Umziehen. Oh, ich weiß noch nicht, wohin. Hier links ist die Tür, die große Tür. Ach, die geht wohin? Ja. Gott, hier sieht so aus. Gott. Ziehen wir das mal aus an. Dreckwäsche in den Korb im Badezimmer. Badezimmer, sieht aus wie ein Badezimmer. Jo. Hier ist das Körbchen. Willst du vielleicht nochmal duschen gehen? Okay. So, noch? Mhm. Hier links. Bam. Hopp, schnell. Jetzt macht sie wieder Dreck. Mann. Bin nackig. Macht sie wieder Dreck. Statt gleich rüber zu gehen in den Korb, weißt du? Rückst du bestimmt schon oder so? Was mach ich? Du verrückst doch schon wieder was, oder? Nein. Ich kann nichts machen, wie der. Ich weiß es genau. Mhm. In deinen Gedanken. Na, das spielt sich doch einiges ab. Ja, das stimmt, das stimmt. Du bist doch fertig mit Duschen. Natürlich. Ich denke dann, ja, Frauen duschen anders wie wir, ja. Duschen mit Haare, duschen ohne Haare oder nur duschen. Was gibt's denn? Ja, das stimmt, ja, das stimmt. Das Thema hat man ja. Oder nur Haare geht hoch. Oder, ach ja, nur Haare. Nur Haare. Schmeißt du einfach die Dings hin. Dann zieht er erstmal eine Schlupper an. Ich bin eigentlich mal gespannt, was du jetzt anziehst. Eigentlich. So, reicht aus, war. Erstmal Pizza. Oh Gott! Echt jetzt? Oh Mist. Mist, er ist zu früh. Wo willst du hin? Ich komme! Ich gehe nochmal durch. Vielleicht was anziehen? Na klar, was anziehen! Wo denn? Ich muss mich umziehen. Oh, war da eigentlich? Na klar, da ist er noch im Schrank. Rechts. Oh, beeil dich! Oh Gott! Oh, hey Ryan. Ja, ach weißt du, ich hab nur alte Sachen. Ja, der steht vor der Tür. Ganz cool. Ach Mann, dann zieh was. Was? Nicht genug auf. Was nur? Na, wir können es schon elegant machen, weil. Ey, würde das Rote? Findest du das nicht vielleicht ein bisschen... Was ist das Kleid, was wir anhatten? Hier... Ja. Gefällt dir? Ist das ein bisschen sehr übertrieben? Klassisch, elegant. Na gut, dafür, dass es Pizza gibt, boah. Was ist denn sexy? Kriegt ihr da nicht den falschen Eindruck?
Das ist eigentlich typisch Frauen, ja. Oh, ich möchte mal gerne sehen. Ich habe auf sexy. Die Ach, die Sand. Heiß. Heute sieht er eine vollkommen neue Seite von mir. Mhm. Ich finde es jetzt nicht gerade extrem heiß. Nee. Oder sexy. Lass gut sein und gib auf, Aiden. Okay. Das Date wird stattfinden. Basta. Jo. Das nehmen wir sonst mir an. Komm gleich. Aber ich hab mir schon viele Videos angeguckt, Let's Plays. Oh, ganz toll. Jeder macht das. Hm. Okay, du hast mich. Jetzt öffne die Tür. Das ist echt mies. Aiden! Aiden, komm schon, mach auf! Du machen. Du bist nicht jetzt, was los, deine ganzen Tasten? Loslassen. Du willst Spielchen spielen? Das kann ich auch. Jetzt geh hoch da rein. Ich muss sagen, der Hausflur war extrem hässlich. Hm. Deswegen bin ich nur gleich wieder rein. Musst du nicht vielleicht über den Tisch stecken oder irgendwie sowas? Wieso nicht? Ich renne total planlos rum. Ich bin das erste Mal hier. Aha. Die hat bloß zwei Teller und zwei Gabeln und zwei Messer. Reicht doch für sich. Die Gläser vielleicht auch noch. Hm? Oder das. Ach, hä? Hat jeder eine Kerze? Zum Trinken oder was? Hm. Kerzen gibt's, aber keine Gläser. Oh. Aha. Ja, das ist sehr witzig, Aiden. Hihihi. Wow, das ist sehr romantisch. Finde ich nie. Also irgendwie, es war nicht ganz so schlecht. Wo geht's hin? Na Socken. Zustimmt irgendwo, ja. Weiß ich nicht, vielleicht gibt's doch keine Socken. Ach, ich brauche keine Socken. Ich bin zu Hause. Aiden! Kannst du mich nicht leiden? Nein! Mann, Aiden, jetzt sei doch nicht so ein Arsch! Ui, da ist wohl jemand. An der Tür. Die läuft so leicht affenartig, oder? Aiden, benimm dich bitte. Nein. Das hier bedeutet mir was. Ich verlass mich auf dich. Hey. Chateau Margaux 2001. Der Verkäufer sagt, das war ein hervorragendes Jahr. Das klingt doch nicht übel. Jo, setz dich, Pizzaslider. Ja, ich hab leckere Pizza bestellt. Setz dich doch hin. Ich hol das Ding für die Weinflasche. Hol dir bitte das Ding für die Weinflasche. Ich hole. Cooles Apartment. Ja, danke.
Scheiße. Eine riesengroße Schublade, oder? Ach, da hast du ja Gläser. Wo war denn jetzt? Links. Da wurde Fernseher. Ist. Auf der Couch. Ein Gläser. Soll ich hier aufmachen? Nein. Okay. Lass mal drehen. Blub, blub. Blub. Geh sein. Oh, oh. Das sah aus wie geärgert. Das sah aus wie daneben, ja. Danke. Auf dein neues Apartment. Kling. Auf mein neues Apartment. Wann bist du eingezogen? So, jetzt könnte ich eigentlich was machen. Oh, soll ich was machen oder soll ich nichts machen? Ja, die Agency hat sie mir besorgt. Ich bin eigentlich eher für nichts. Ja, bist du mal nett, ja? Das ist eigentlich das erste Mal, dass ich eine Wohnung habe. Also hören wir jetzt einfach mal zu, mit dir zu quatschen. Das ist komisch, aber ich gewöhne mich dran. Was ist mit dir? Wo wohnst du? Oh, ich habe ein Haus, etwas außerhalb. Ja, klein, aber ich habe einen Garten und es ist ruhig. Und ich weiß doch gar nicht mehr, wie lange das geht. Wir machen das jetzt einfach bis zum aus Oregon. Ende der Saison. Meine Eltern und mein Bruder sind immer noch dort. Aber ich bin früh weggezogen mit 16. 16? Bist du zu Hause rausgeflogen oder sowas? Das war ziemlich chaotisch daheim. Mein Stiefvater verprügelte mich, wenn er mal wieder zu viel Intus hatte. Und ich wollte lieber ausziehen, bevor einer von uns zu uns geht. Wie kamst du danach zur CIA? Ich ging aufs College und wusste nicht so recht, was ich wollte. Ich war bei der Army. Naja, Action, Reisen, Abenteuer. Hör ich irgendwas? Bis ich merkte, dass das nichts für mich ist. Ich hab irgendwas gehört. Und als ein CIA-Anwerber mich ansprach, habe ich ja gesagt. Hä? Moment. Hast du jetzt geklingelt? Hey, wie geht's so? Oh, gut. Das stimmt so. Ach, die Pizza. Ich hab Pizza bestellt. Ich hoffe, dass... Nein, Pizza ist gut. Keine Sorge. Siehst du, der mag Pizza. Und die Orientale. Sieht man ja aber. Wie lange arbeiten wir jetzt zusammen? Seit fast 2 Jahren und ich weiß fast nichts über dich. Ich meine, da gibt's nicht viel zu sagen. Ich wohnte mit meinen Eltern auf dem DPA Campus. Dann war Nathan für mich da. Tja, den Rest kennst du nicht. Nee, man kann nicht klingeln. Deine Eltern, hast du noch Kontakt? Hast du das Bild? Nein. Nein, gar nicht. Nathan und Cole waren immer für mich da, mehr oder weniger. Sie haben mir geholfen mit Aiden. Wie ich mich akzeptiere, wie ich bin. Ich meine, es war nicht immer einfach, aber ich mache Fortschritte. Hat Nathan dir je richtig erklären können, was es eigentlich ist, dieses Ding mit Aiden? Was? Also nicht richtig. Sie haben viel herausgefunden über die Infrawelt, also. Aber nicht sehr viel über Aiden. Ich glaube sogar, dass nicht mal er weiß, wer. Oder was er ist. Also, ist er jetzt hier und hört uns zu? Nee. Ja. Ja, er verlässt mich nie. Und was ist mit dir? Hast du Familie hier? Nein, meine Eltern sind noch in Oregon. Ich sehe sie so selten wie möglich. Und bist du
verheiratet oder sowas in der Art? Nein, nein. Ja, ich war's. Ja, meine Ex-Frau und ich sind geschieden seit 2 Jahren. Und es ging nicht gut. Ich meine, am Ende war es, es gab gute Zeiten, aber es war wohl besser, getrennte Wege zu gehen. Und du? Hast du jemanden? Ich hab einen. Ich meine, aus unserer Welt. Naja, Aiden kann das. Er hat die Leute immer vertrieben. Oder es liegt einfach doch an mir. Vielleicht bin ich zu anders, um für jemanden interessant zu sein. Du bist toll, Jody. Aiden hat nichts damit zu tun. Na, Steven, abbeißen und küssen. Ich hab nicht gedrückt, aber. Steven! Gottes Willen! Verdammt! Alter, das abbeißen, war, abbeißen! Das war der Typ, der uns da rausgeholt hat aus den Dingen. Der war so böse zu uns. Na gut, toll. Guck dir, was du jetzt angerichtet hast. Guck's dir an! Kann ja wohl nicht wahr sein. Stirbst du uns jetzt? Na, nö. Ich will da mitmachen. Ich könnte euch jetzt stürmen. Soll ich euch stürmen? Eigentlich ja. Ja, Störung mal. Nur einen. Also. Dämlicher Wecker. Sorry. Ob das Bild auch geht? Ja, ging. Ja? Hör mal, ich glaube, ich gehe jetzt. Nein, Ryan. Hör zu, Aiden ist sehr eifersüchtig und er will dich mit keinem teilen. Und ich glaube, ihr müsst das erst klären. Die wird als alte Jungfrau sterben. Nun zufrieden? Ja. Das war doch, was du wolltest. Er ist weg und du hast mich wieder für dich allein. Ich hoffe echt, du bist zufrieden und verflucht happy. Jetzt geh und flieg gefälligst in deiner unsichtbaren Welt und lass mich hier heulen. Ich hasse dich. Du fieses Arschloch. Na toll, Steven. Wieso? Du bist doch Aiden. Du hast mich geärgert. Nein, du bist fremdgegangen. So, Nachtsitzung. Hier machen wir Schluss. Nachtsitzung. Das ist das Gleiche. Nein. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.